Reime und Verse sind ja wieder ganz groß in Mode. Heute die Prinzessin und ihre Schlosserei, die dritte Episode. Ganz in der Nähe des neuen Schlosses gab es ein Drachenfest, was sich eine gestandene Prinzessin natürlich nicht entgehen lässt. Bereits ganz früh am Morgen brach sie auf mit ihrem Tross, um einen guten Platz zu ergattern. Da war sie ganz rigoros. Sie schaute und schaute und strahlte plötzlich voller Wonne und schrie laut: Schaut hin, schaut hin, da geht sie auf, meine Sonne. Daraufhin erlaubte sich der Hofnarr zu bemerken: Werte Prinzessin, entschuldigt, aber es ist nur ein leuchtender Drachen, um die Windverhältnisse sichtbar zu machen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, angesichts dieser Sachen, die hintersten Reihen vom Tross hielten sich die Bäuche vor Lachen. Ach, wie gut, dass beinahe sonst doch jeder weiß, bei Apollo und Fielmann gibt's Brillen fast das ganze Jahr zum Sonderpreis. Die Prinzessin indes, tief in ihre Ehre gekränkt, hielt minutenlang die Arme vor dem Brustkorb verschränkt. Dann brüllte sie: Niemand kommt mir in die Quere! Und holte aus ihrer pinken Handtasche eine güldene Gartenschere. Ihr redet euch alle um Kopf und Kragen. Deshalb wird heute Abend der Topf geschlagen. Spielbeginn 18 Uhr für den gesamten Tross im Kerkerverlies direkt unter dem Schloss. Der Hofnarr wurde in die grüne Schubkarre verbannt und gut sichtbar abgestellt am Straßenrand. Dort musste er sagen zu jedem, der kam: Schaut mal her, ich bin ein großer Depp, darf niemals mehr tickern auf WhatsApp. Ach, herrje, ab jetzt wird es wohl extrem heiß. Der Prinzessin strahlt wohl die Sonne aus dem Steiß. Liebe Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, den restlichen Tag lebte der Tross gefährlich. Das ganze Ausmaß der Gefahr äußerte sich dann zuletzt, als die Prinzessin ihre silbernfarbene Skibrille aufgesetzt. Ein falsches Wort? Ach was! Ein schiefer Blick reichte schon und die Prinzessin verabreichte eine höllische Sanktion. Das Topfschlagen hingegen war beinahe eine echte Sensation, verwendete man doch die 2021er Sonderedition. Der Topf war zwar nicht nachhaltig, aber sehr schick, passgenau gefertigt aus quietschgelbem Hartplastik. Der Hofnarr, der vor Erschöpfung in der Schubkarre eingedöst, wurde durch den obercoolen Schreiber der Prinzessin abgelöst. Er trug eine Narrenkappe mit goldig klingenden Glöckchen, dazu ein Harlekin-Kostüm und weißrot geringelte Söckchen. In dieser Aufmachung konnte man sich da kaum erwehren, zu denken, es wäre doch wohl Till Eulenspiegel zu Ehren. So protokollierte er die Spielstände dann auch ganz flott, der knasterfahrene Nobbes aus dem Kohlenpott. Eine Stunde nach Mitternacht nahm die Prinzessin erneut ihren Spiegel zur Hand. Was der ihr sagte, ist euch bereits aus dem Teil 2 bekannt. Sie irrte ruhelos einige Zeit durch die leeren Gassen und hat danach wortlos dieses Schloss verlassen.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich dem der Schalk im Nacken sitze heiß. Tja, und was könnte die Moral sein von diesem Teil der Geschichte? Arroganz, Egoismus oder gar Diktatur helfen uns, der Allgemeinheit ganz sicher nicht. Habt ihr Anregungen oder Fragen, dann gebt sie her. Lasst bitte das Kommentarfeld unter diesem Video nicht leer. Die Gedanken sind frei und frei äußern könnt ihr sie hier. Bleibt mir bitte gewogen, dann gibt es bald den Teil 4. Mit besten Wünschen für euch alle sage ich bis dann. Ich hab euch alle lieb, dem der Schalk im Nacken sitzt, alias euer alter Mann. Ciao, 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 ciao. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.